Ich unterbreche nunmehr die Verhandlungen über den Punkt 14 der Tagesordnung, damit die verlangte Behandlung einer dringlichen Anfrage gemäß... Die Debatte wird jetzt pausiert. Es gibt jetzt eine dringliche Anfrage. Retten, was zu retten ist, untersuchen, was zu untersuchen ist. Unter diesem Titel haben die Grünen eine dringliche Anfrage an Finanzminister Hans-Jörg Schelling von der ÖVP zur Hypoalpe Adria eingebracht. Sie schätzen das Schadensausmaß der Pleitebank auf rund 15 Milliarden Euro, was wiederum 2.000 Euro pro Kopf in Österreich bedeuten würde.